Der LASK kommt von Pasching zurück nach Linz. Im Frühjahr 2023 soll die neue Raiffeisen-Arena spielbereit sein. Der Angriff auf die Stadt erfolgt aber schon jetzt. Der Linzer Hauptplatz wird zur Shooting Area fürs neue Mannschaftsfoto. Eine Kampfansage an Stadtrivalen Blau-Weiß Linz? Der Grund ist so, glaube ich, dass zwei Clubs auch Linz vertragt, würde ich sagen. Aber in dem Fall spreche ich nur für den LASK und wünsche, dass das Blau-Weiß auch erfolgreich spielt, weil es war noch schöner, wenn wir nicht nur Ried hätten und auch Blau-Weiß nächste Saison, weil dann waren weitere zwei Derbys und das war wunderschön. Na, ob das passiert, wir werden sehen. Jetzt geht's erstmal vor die Kamera mit etwas Verspätung aufgrund von Herrichten und Haare machen. Bei dem einen oder anderen, der braucht ein bisschen länger und ja, der eine oder andere, so wie ich, hält es ein bisschen kürzer. Da gibt es auch nicht so viel zum Herrichten. Die Haarpracht steht auch nicht immer da, was sein soll. Aber ich sage, wir sind da relativ gut aufgestellt. Wir haben ein paar Popstars in der Mannschaft, die natürlich ein bisschen mehr Zeit im Bad brauchen, aber das ist halb so wild. Top gestylt posen die Athletikprofis vor dem Linzer Wahrzeichen. Naja, aufs Jahr hingesehen brauchst du schon ein bisschen Gel und ein Haarspray, dass dir das ausgeht. Aber ja, es gehört dazu. Ich glaube, wir haben es gut aufgenommen, hat Spaß gemacht und wir hoffen, dass auf jeden Fall gute Bilder rausgekommen. In der Bundesliga läuft es mit Platz 2 jedenfalls. Das Transferfenster seit 31.08. zu. Der 27-Mann-Kader des LASK komplett. Neu mit dabei der gebürtige Welser Robert Schul. Ja, erstmal hoffe ich, dass wir genauso weitermachen, wie wir angefangen haben. Dass wir die Ergebnisse so einfahren wie bis jetzt und dann bin ich überzeugt, dass man zum ersten Heimspiel dann im neuen Stadion das überragend sein wird. Hoffentlich eine volle Hütte haben werden. Darauf freut sich, glaube ich, jeder Laskler, jeder Spieler und jeder, der was für den Club arbeitet. Aufs neue Stadion warten die Linzer schon sehnsüchtig. Knapp 20.000 Zuschauer fasst die neue Heimstätte. Also ich glaube, dass erstens einmal die Atmosphäre dort, glaube ich, sehr speziell sein wird. Ich glaube auch mit der Vorgeschichte von dem Projekt, mit der Kugel früher, wo wir noch an die internationalen Spiele in letzter Zeit austragen haben, ja, schon wieder so ein bisschen von Heimatgefühl ist und das, was sich die Fans, wir, der Club, sich letztlich auch verdient hat. Von dem her wird es, glaube ich, eine richtig coole Zeit, die auf uns wartet. Ich denke mal, das Stadion spielt alles Stickel. Das ist ja mal sehr, sehr schön. Ich denke, wir können hoffentlich mehr Leute begeistern. Ich glaube, es wird dann sicher mehr Zuschauer kommen. Wobei ich sage, in Pasching ist es auch schön, weil wirklich der Support auch sehr gut ist. Aber natürlich mit diesen Möglichkeiten, mit diesem modernen Stadion, glaube ich, macht es dann noch mehr Freude. Freude, die schon beim Fotoshooting am Linzer Hauptplatz dabei ist. Ende Februar gibt es dann den Ankick zum ersten Heimspiel in der neuen Raiffeisen Arena.